Herzlich willkommen, schönen guten Abend zur Auftaktveranstaltung des Welt-Tai-Chi-Qigong-Tages. Heute durchs Programm hat eingeladen, oder werde ich führen, aber eingeladen hat die Bundesvereinigung für Tai-Chi und Qigong. Wir starten heute ein bisschen mit der Vielfalt und mit der Vielfalt der Wolkenhände. Mein Name ist Ute Zahn, ich coache ganz viele Startups, Gründerinnen da und auch große Unternehmen, und ich profitiere total von diesen ganzen von Wissensrepertoire aus dem Tai Chi und Qigong und binde das immer ein. Und ich bin total dankbar, auch wirklich neue Sachen zu lernen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch heute wieder einiges für euch und für mich dabei haben. Und dann will ich einfach schon mal unseren dritten Gast begrüßen, die Sigrid Hummel. Schönen guten Abend. Hallo, liebe Sigrid. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist und uns gleich auch nochmal die Wolkenhände aus deiner Perspektive mitbringst oder näher bringst. Es ist ja so ein bisschen, du hast ja so erzählt, dass es so eine deiner Lieblingsformen ist, die Wolkenhände, und die kommt ja auch in den 15 Ausdrucksformen Tai Chi Qigong vor. Und wie wird dann so eine Übung zu so einer Lieblingsübung? Ja, wie wird es jetzt eine Lieblingsübung? Also Tai Chi Qigong ist ohnehin so meine Lieblingsstilrichtung und eben auch Tai Chi. Und die Wolkenhände finde ich so schön, weil sie so fließend sind. Weil man da wirklich in so einen meditativen Zustand eintauchen kann. Wenn man die länger so hin und her macht, finde ich die einfach ganz toll. Und es gibt ja so viel verschiedene Varianten von den Wolkenhänden, wie wir ja auch hier heute sehen. Und ja, man kann halt alles Mögliche ausprobieren und das finde ich einfach spannend. Ich glaube, du erzählst uns auch gleich noch ein bisschen was zu den Meridianen. Jetzt haben wir halt nicht nur erfahrene Leute hier, sondern vielleicht auch welche, die einfach frisch dabei sind. Vielleicht kannst du uns dann noch mal so ein bisschen gerade sagen, was sind denn so die Meridiane und warum sind die denn so wichtig? Also die Meridiane sind eine der Grundpfeiler in der chinesischen Medizin, neben Yin und Yang und der Lehre von Qi und den Organfunktionskreisen. Und die Meridiane sind Energieleitbahnen und die durchziehen unseren Körper. Also die laufen von oben nach unten, von unten nach oben, also umkreisen den ganzen Körper und die sind auch miteinander verbunden. Und man kann sich das vorstellen wie ein Netz. Das heißt, die ganzen Leitbahnen, wie gesagt, die durchziehen unseren Körper und in diesen Leitbahnen fließt dann unser Qi. Und das Qi, das ist die Lebensenergie. Und wenn man sich das jetzt als Netz vorstellt und weiß, dass das Qi in diesem Netz fließt, dann kann man sich auch vorstellen, wenn es jetzt hier eine Blockade gibt oder einen Stau, dann wirkt sich das auf dieses ganze System aus. Ja, und die Chinesen, die sagen ja immer, wenn das Qi frei fließen kann, ist der Mensch gesund. Und deswegen ist es unser Ziel, eben im Qigong und im Tai Chi, diesen Fluss aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Ja, und das können wir eben machen durch Bewegungen, in Verbindung mit der Atmung, versuchen wir eben Blockaden oder Stauungen wieder zu lösen und dadurch eben diesen Fluss einfach zu beeinflussen und zu aktivieren. Ich Okay, hoffe, ja. das kann man so einigermaßen verstehen. Es ist ein ziemlich kompliziertes Thema, aber wenn man es sich einfach als Netz vorstellt, dann glaube ich, dann geht es so einigermaßen. Ich glaube, für einen Start ist das schon ziemlich hilfreich. Du hast auch eine eigene Schule. Wo finden wir dich denn? Ich bin nordöstlich von München in Ismaning. Da habe ich ein eigenes Studio, da gibt es jeden Tag Kurse und auch Ausbildung mache ich. Okay. Ja, bevor wir gleich starten, noch ein Hinweis: Alle, die uns zuschauen, ihr könnt gerne Fragen stellen, weil die vier Gäste werden halt auch am Ende noch da sein und Fragen beantworten. Da könnt ihr schon mal loslegen, dann können wir schon mal ein bisschen was sehen. Und ich würde sagen, liebe Sigrid, wir schauen uns einfach an. Los geht's.
Willkommen zum World Tai Chi Qigong Tag. Unser heutiges Thema sind die Wolkenhände. Die Figur, die ich gerade gezeigt habe, nennt sich Hände beziehende Wolken und ist eine Figur aus den 15 Formen Tai Chi Qigong. Ich habe diese Übung für heute ausgewählt, weil ich sie sehr schön finde, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie sich das Heben, das Senken, das Schließen und das Öffnen des Qi anfühlt. Und bei dieser Übung merkt man das bei der Bewegung der Arme, aber auch durch die Hochtiefbewegung des Körpers. Wir gehen ja in den breiten Reitstand, sinken und stehen wieder auf und da könnt ihr sehr schön den Qi-Fluss im Körper spüren. Und das Schöne an dieser Übung ist, dass sie zusätzlich auch noch die Körperstruktur trainiert, aber auch die Beine kräftigt, also die Muskeln und die Sehnen. Und diese Kombination finde ich persönlich sehr interessant und deswegen wollte ich sie euch heute zeigen. Mein Name ist Sigrid Hummel. Ich habe in Ismaning bei München mein Yocho Qigong Studio. Dort biete ich jeden Tag Qigong Kurse an und ich biete auch Qigong Kursleiterinnen und Kursleiter aus. Ich freue mich, dass ich euch die 15 Formen, diese eine Figur der 15 Formen heute vorstellen darf. Das ist eine meiner Lieblingsformeln und deswegen habe ich sie auch ausgewählt. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Wir werden jetzt die Übung im Detail durchgehen und ich erkläre euch erstmal auf dem Ablauf und erkläre euch dann auch, wie die Meridiane laufen und wie das Qi fließt. Ja, beginnen wir vielleicht zuerst mal mit dem Stand, nämlich dem tiefen Reiterstand. Wir sind zuerst im Innenstand und dann heben wir das linke Bein an und legen den Fuß auf den Oberschenkel überall vom rechten Knie. Dann setzen wir das Bein nach außen und sinken nach unten. Hier ist besonders wichtig, dass die Kniescheibe über dem zweiten Zeh ist. Ja, also nicht so nach innen kippen, sondern wirklich öffnen und die Knie nach außen nehmen. Die Zehenspitzen schauen leicht schräg nach außen, also idealerweise sollten sie gerade nach vorne stehen, aber dann werdet ihr merken, habt ihr eine extreme Dehnung hier außen. Wenn euch das zu viel ist, dann könnt ihr die Zehenspitzen ein bisschen nach außen drehen. Wichtig bei dem Stand ist der Rücken. Wir sinken nach unten, wie wenn man sich hinsetzen würde. Und hier ist besonders wichtig, dass der Rücken gerade ist. Ja? Also wir gehen jetzt nicht so nach vor oder so nach vor, sondern wir bleiben hier aufrecht, sind hier aufgehängt und gehen gerade nach unten. Der Rücken sollte ganz gerade sein. Und ihr geht halt einfach nur so weit nach unten, wie es für euch möglich ist. Also nichts übertreiben, aber auch nicht gleich aufgeben. Ja, das heißt, versucht wirklich breit zu stehen, noch runter zu gehen, einfach um die Beine zu trainieren. Ja, das ist das Ziel mit dem tiefen Halterstand. Und wichtig vor allem ist, wie gesagt, dass der Rücken hier gerade ist, speziell hier im unteren Bereich. Dann zeige ich euch die Arme. Bei den Armen ist es so, dass wir den Lavong-Punkt hier zum Sonnengeflecht richten. Ihr haltet den Arm vor euch, zuerst den linken, Richtung rechte Schläfe. Ja? Also ihr habt eine Verbindung zwischen Lavong und hier dem Sonnengeflecht und ihr schaut hier so schräg nach außen. Der andere Arm ist etwas aufgespannt an der Seite. Und die Fingerspitzen, die sind Richtung Oberschenkel gerichtet. Das ist die Anfangsstellung. Und dann dreht ihr euren Oberkörper nach links und an der Seite die obere Hand so drehen, dass die Handfläche nach unten schaut und die untere Hand die ziehen wir hoch. Ja, also ungefähr in Hüfthöhe treffen sich die Hände. Die rechte geht weiter nach oben, die linke geht nach unten. Die rechte geht zur linken Schläfe, die linke ist aufgespannt an der Seite und wir schauen jetzt schräg nach rechts. Dann drehen wir den Oberkörper nach rechts, drehen die rechte Handfläche nach unten, die linke Hand steigt, die rechte Hand sinkt.
die linke Hand geht zur Schläfe, die rechte ist aufgespannt an der Seite. Und wir drehen uns nochmal nach links. Senken den linken Arm in den rechten. Drehen uns nach rechts. Senken den rechten Arm und heben den linken. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich schon gespürt, dass das Qi sich hebt und senkt. Wenn wir den Arm anheben, hier heben wir das Qi an. Gleichzeitig ist es eine schließende Bewegung. Aber dadurch, dass dieser Arm nach außen geht, auch wieder öffnen. Also ihr schließt hier und ihr öffnet hier. Dann, wenn ihr euch zur Seite dreht, dann ist das, geht das Qi auf die andere Seite. Wir ziehen es also nach links und hier haben wir eine senkende und schließende Bewegung. Ja? Und sobald der rechte Arm wieder nach oben geht, steigt das Qi wieder nach oben. Also ihr habt mit den Armen bewegt sich das Qi nach oben und nach unten und es schließt und öffnet. Unterstützt wird jetzt diese Qi-Bewegung durch die Hoch-Tief-Bewegung des Körpers. Dadurch, dass wir ja in den tiefen Halterstand gehen, senken wir das Qi immer wieder ab. Und wenn wir hochgehen, heben wir es wieder an. Jetzt wollen wir mal diese Bewegung von den Armen und von den Beinen zusammenbringen. Und erstmal achtet bitte nur auf die Bewegung und sagen, wenn die Bewegung funktioniert, dann achten wir auch ein bisschen mehr auf den Qi-Fluss und versuchen das zu spüren. Fangen wir wieder an im engeren Stand. Und dann nehmen Sie erst die linke Hand zur rechten Schläfe, der rechte Arm seitlich nach außen. Und dann hebt ihr das linke Bein, legt den Fuß auf den rechten Oberschenkel und macht jetzt einen großen Schritt nach links. Das Gewicht ist in der Mitte, Knie nach außen und jetzt sinken wir nach unten. Drehen uns aus der Taille nach links, bleiben immer noch unten und jetzt verlagern wir das Gewicht nach links und ziehen das rechte Bein an und gleichzeitig wechseln wir an. Wir heben das rechte Bein, legen den Fuß auf den linken Oberschenkel und machen einen großen Schritt nach rechts, sinken nach unten und drehen uns aus der Taille zur Seite. Jetzt verlagern wir das Gewicht nach rechts und wechseln die Arme. Schauen wir schräg nach links. Linkes Bein anheben. Schräg nach links. Sinken. Und wir drehen uns wieder zur Seite. Verlagern das Gewicht und gehen hoch. Und wieder nach rechts. Ihr merkt jetzt, wenn ihr nach unten geht, hier, wie das Qi nach unten sinkt. Und wir ziehen es auf die rechte Seite, steigen hoch, hier geht das Qi hoch und gleichzeitig sinkt es vom rechten Arm nach unten. Und wir gehen nochmal nach links. Sinken, drehen uns zur Seite und wechseln zur Seite. Und gehen noch einmal nach rechts. Sinken nach unten. Drehen uns und steigen wieder hoch. Ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie sich das anfühlt, wenn das Qi sich hebt, wenn es wieder sinkt. Und es gibt jetzt hier noch ein drittes Element, und zwar unsere Mitte. Durch dieses Sinken nach unten, also hier speziell jetzt hier in dieser Stellung, wenn wir nach unten sinken und uns jetzt hier drehen, ja, hier kräftigen wir das Ursprungs-Qi. Ja, das Qi, das hier in unserer Linie gespeichert ist, im unteren Dantian. Das ist ein weiterer Aspekt aus dieser Übung. Und ihr habt gemerkt,
Es ist sehr wichtig, dass der Körper eine feste Struktur hat. Ja, also wir kippen nicht mit dem Oberkörper nach vorne oder nach hinten. Die Knie sind außen und wir gehen nach unten. Jeder so tief, wie er kann, also nichts übertreiben. Und ihr werdet merken, dass dadurch der ganze Körper auch kräftig wird. Und die Muskeln werden gedehnt. Das Qi fließt in unsere Meridiane. Und in dieser Übung werden vor allem die Meridiane, die Yin-Meridiane, in den Armen aktiviert. Also beziehungsweise der Qi-Fluss in den Meridianen wird aktiviert. Und zwar ist das immer bei diesen Drehbewegungen. Ja, also hier haben wir eine Drehbewegung des Arms. Und auch hier haben wir wieder hier die Aktivierung der Yin-Meridiane. Und die laufen hier in dem Achselbereich, beginnen sie und gehen dann hier auf der Innenseite des Armes nach vorne bis zu den Fingern. Wir haben drei Yin-Meridiane in den Armen. Und zwar haben wir den Herzmeridian, der hier in der Achsel beginnt und nach vorne geht, auf der Innenseite des kleinen Fingers bis zur Spitze des kleinen Fingers. Das ist der Herzmeridian. Dann haben wir den Lungenmeridian, der fängt hier an, geht hier ein bisschen hoch, geht dann hier auf der oberen Seite des Innenarms nach vorne bis zum Daumen. Und wir haben noch den Perikard, der beginnt hier neben der Brustwarze, geht auch wieder etwas hoch und geht dann in der Mitte des Arms hier so nach vorne bis zum Mittelfinger. Das sind die Yin-Meridiane in den Armen. Die gehen von unten nach oben. Und diese Meridiane werden hier besonders aktiviert. Und dann haben wir gesagt, gekräftigt wird auch hier unser Ursprungs-Qi. Das ist eben einerseits durch diese Drehung hier, aber auch durch dieses Sinken wird das Qi hier nach unten abgesenkt und wir kräftigen diesen ganzen Bereich. Das ist die Sicht aus der chinesischen Medizin bei dieser Übung. Bei den Beinen haben wir auch noch speziell eine Meridian, es werden zwar alle Meridiane in irgendeiner Weise gedehnt, aber besonders beansprucht wird hier der Blasenmeridian. Der Blasenmeridian, der fängt hier in den Augenwinkeln an, geht dann über den Kopf drüber, bis zum Nacken, und im Nacken wird er dann zweispurig und geht hier rechts und links von der Brustwarze so nach unten, teilt sich hier, trifft sich wieder in der Kniekehle und dann geht der Meridian nach unten bis zum kleinen Zeh. Und wenn ihr hier in dieser tiefen Stellung seid, dann seht ihr, dann haben wir hier die Dehnung. Ja, also hier der ganze Rücken ist ja gerade und dann geht der Meridian hier hinten so rein und geht dann hier nach unten und dadurch haben wir eine wunderbare Dehnung, speziell des Blasenmeridians. Und bringen das Qi hier in den Beinen so richtig zum Fließen. So, ich würde sagen, wir machen es nochmal gemeinsam und ich schaue es einfach an und ihr macht es einfach mit. Dann fangen wir wieder aus dem engen Stand an. Wir nehmen den linken Arm hoch, der rechte ist an der Seite. Den linken heben und springen. Sinken, nach links drehen und Gewicht verlagern. Und die Beine in Farbe wechseln. Rechtes Bein heben. Schritt. Sinken. Außenteile drehen. Gewicht verlagern und hochgehen. Nochmal nach links. Sinken. Drehen und nochmal sinken und hochgehen. Und den Arm absenken. Das war ein kleiner Einblick in die Wolkenhände aus dem 15 Formen Tai Chi Qigong. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was Neues kennengelernt.
und ihr habt weiterhin vor allem viel Spaß mit Qigong und Tai Chi. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns.